So, und wir setzen jetzt in der Humboldt-Box. Gesine Lötsch, schönen guten Tag. Guten Tag. Frau Lötsch, ein Kind der DDR sind Sie, geboren im Jahr des Mauerbaus, übrigens auch Absolventin der Humboldt-Universität, und Sie müssen sich eigentlich bestätigt fühlen. Bestätigt, sage ich mal, weil Sie sehr früh schon im Deutschen Bundestag einen Antrag gestellt haben, den Palast der Republik nicht abzureißen. Sie haben gesagt, hier entsteht eine innerstädtische Brache. Und jetzt sehen Sie Ihre Sorgen bestätigt? Ja, wir sehen ja seit Jahren, dass sich hier nichts tut und dass immer wieder darüber diskutiert wird, man solle ein Schloss bauen. Worum es eigentlich geht, ist, finde ich, dass man in der Mitte der deutschen Hauptstadt ein modernes Gebäude errichten sollte. Ein Gebäude, was auch für alle zugänglich ist. Hier gibt es ja viele Pläne, zum Beispiel, dass die Zentral- und Landesbibliothek einzieht. Die braucht dringend Platz und ein neues Gebäude. Auch die Humboldt-Universität und die Museen haben ihr Interesse angemeldet. Und darum wäre es gut, wenn wir nicht von Schlössern träumen, sondern ein vernünftiges, modernes Gebäude hier errichten würden. Innen wird es neu sein, nur außen die Fassade. Das heißt also, es war ein Fehler, den Palast abzureißen. Vermissen Sie ihn? Wurde da auch ein Stück DDR-Symbol einfach getilgt? Es ging ja bei dem Abriss des Palastes der Republik doch sehr um Symbolik von allen Seiten, dass gesagt wurde, dort, wo die Volkskammer getagt hat, dort wolle man ein anderes Gebäude errichten. Und andere, die sich zu DDR-Zeiten so gar nicht interessiert haben für den Palast der Republik, haben sich dann für seine Verteidigung eingesetzt. Und ich glaube, dass das letzte Wort über die Gestaltung dieses Platzes noch nicht gesprochen ist. So, also auch ein Stück Aufarbeitung der DDR-Geschichte an diesem Platz. Und das ist ohnehin auch in der neuen Funktion für Sie ein Dauerthema. Sie sind 1984 mit 22, 23 in die SED eingetreten, dann wurde daraus die PDS, dann die Linkspartei PDS, jetzt inzwischen die fusionierte Linke. Da sind auch einige Häutungen passiert. Aber warum ist in Ihre Partei, warum sind Sie nicht in der Lage, bis heute nicht wirklich alle Zweifel auszuräumen, dass Sie in der Demokratie angekommen sind? Ich glaube nicht, dass es Zweifel gibt, dass wir in der Demokratie angekommen sind. Denn wir sind ja die Partei, die das Grundgesetz immer wieder verteidigt. Und wir haben gerade in den Anfangsjahren, als es nur die PDS gab und noch nicht die Linke, häufig ja auch über das Grundgesetz diskutiert und vorgeschlagen, dass es doch eine neue gesamtdeutsche Verfassung geben würde. Aber immer prognostiziert, wir werden diejenigen sein, die das Grundgesetz verteidigen. Sie verteidigen das Grundgesetz? Ja, und ein wichtiger Punkt, um das mal als Beispiel zu nennen, ist, dass das Grundgesetz vorsieht, dass wir gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West haben. Und das ist zum Beispiel noch nicht erfüllt. Und an dieser Stelle sagen wir, das ist etwas, wo wir das Grundgesetz natürlich ganz deutlich verteidigen. Dafür kämpfen Sie auch mit anderen zusammen. Da sind Sie nicht die Einzigen. Ich will noch mal auf die Zweifel kommen. Wenn man jetzt aus Mecklenburg-Vorpommern aber Stimmen hört, kurz vor dem 50. Jahrestag des Mauerbaus, dass dort ein linker Abgeordneter der Linksfraktion sagt, die Mauer sei eine zwingende Notwendigkeit gewesen. Sind Sie dann nicht als Chefin dieser Partei jetzt wirklich gefordert, da mal klare Kante zu zeigen? In Mecklenburg-Vorpommern wird am 13. August ein Landesparteitag sein und darum diskutieren die Genossen dort auch über die Frage, wie sie den Mauerbau bewerten. Aber eine gleichwertige Position, kann man darüber so oder so entscheiden? Die Mauer stand ja hier in Berlin und wir Berliner haben ja vor allen Dingen mit der Mauer gelebt. Und die Linke, aber auch schon die PDS, hat sich ganz klar geäußert von Anfang an, dass eine Mauer nicht geeignet ist, einen Sozialismus aufzubauen. Und man hat ja gesehen 1989, die Menschen wollten dieses Land so nicht mehr. Und die Mauer ist ja dann geöffnet worden. Und ich glaube, dass das ein ganz deutliches Zeichen war. Und gerade für mich als Berlinerin ist das natürlich etwas, was auch mit vielen persönlichen Erinnerungen verbunden ist. Sie haben das ja selber angesprochen. Ich bin nicht nur im Jahr des Mauerbaus geboren, sondern 6 Tage vor dem Mauerbau. Das heißt, dann noch mal die Frage ganz kurz dazwischen. Gibt es irgendetwas aus Ihrer Sicht, was den Mauerbau gerechtfertigt hat? Ich denke, Geschichte ist ja nach hinten nicht mehr veränderbar, sondern und für uns ist ja die Frage, was lernt man aus der Geschichte? Und für mich ist ganz klar, dass erstens die deutsche Teilung ja ein Ergebnis des Zweiten Weltkrieges war und dass es keine Einzelentscheidung von einem einzelnen Politiker war, diese Mauer zu bauen. Aber wir haben ja gesehen, eine Mauer ist nicht geeignet, ein Sozialismus aufbauen zu lassen. Eine Mauer kann nie Menschen in einem System frei leben lassen. Und also darum, es gibt noch mal die Frage, darum, es gibt nichts, darum, was den Mauerbau darum, rechtfertigen könnte. Ist ganz klar, der Mauerbau war etwas, was quasi zum Untergang dieses Systems mit beigetragen hat. Und wer sich für Sozialismus einsetzt, der muss sich gegen Mauern aussprechen. Die Opferverbände haben jetzt Opferverbände auch kommunistischer Herrschaft gefordert oder vorgeschlagen, am 13. August eine Schweigeminute zu machen im Gedenken eben an die Opfer kommunistischer Herrschaft. Ist das ein guter Vorschlag? Würden Sie sich dem anschließen?
Ich glaube, wenn es so etwas gäbe, was wirklich von der ganzen Gesellschaft getragen würde und was nicht nur ein einzelner Vorschlag ist, also ein gemeinsames Erinnern. Meine Frage war, würden Sie es unterstützen? Ein gemeinsames Erinnern, das würde ich natürlich unterstützen. Und ich glaube, der 50. Jahrestag des Mauerbaus führt ja auch dazu, dass man auch mit dem Abstand nur von einerseits 50 Jahre Bau der Mauer und andererseits 22 Jahre ja geöffnete Mauer inzwischen auch darüber reflektieren kann, was man in einem gemeinsamen Deutschland in den letzten 22 Jahren vielleicht versäumt hat und was man in Zukunft besser machen könnte. Wir haben vorhin über Zweifel gesprochen. Die Kommunismusdebatte haben Sie am Anfang dieses Jahres ausgelöst. Darüber ist heftig diskutiert worden. Sie haben über Wege zum Kommunismus nachgedacht, ohne dabei übrigens die Opfer zu benennen. Mich würde wirklich mal interessieren, fühlen Sie sich eigentlich ganz falsch beschrieben, wenn man sagt, Frau Lötsch ist eine Kommunistin? Ich bin ja die Vorsitzende der Linken und das Ziel der Linken ist der demokratische Sozialismus. Und ich habe ja Anfang des Jahres in einem Artikel, in einem längeren Artikel entwickelt, wie wir uns den demokratischen Sozialismus vorstellen. Und ich war ein bisschen, sag ich mal, enttäuscht, dass viele Menschen versucht haben, aus einem Teil dieses Artikels etwas herauszulösen, was im Ergebnis gar nicht kommt. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, wenn man mal ganz grundsätzliche Debatten in der Gesellschaft anstößt. Denn wir leben ja in einer Zeit von Wirtschafts- und Finanzkrise. Und viele Leute fragen sich, wie soll es weitergehen? Gibt es gesellschaftliche Alternativen? Und wenn wir Diskussionen, und der Kommunismus wäre eine gesellschaftliche Alternative? Wenn wir Diskussionen zu gesellschaftlichen Alternativen in unserer Gesellschaft beginnen und auch nicht gleich wieder abbrechen lassen, dann finde ich das gut. Und unser Ziel als Linke, das haben wir auch in dem Programmentwurf geschrieben, ist der demokratische Sozialismus. Und ich finde, in Deutschland kann man auch etwas entspannter, wie zum Beispiel bei unseren Nachbarn in Frankreich, also auch mit diesem Wort umgehen. Dürfte man Sie nicht Kommunistin nennen? Ich bin demokratische Sozialistin. Okay, dann gucken wir mal, denn ohne Zweifel hat diese Debatte am Anfang des Jahres Ihnen die Sache nicht leichter gemacht. Ein ohnehin schon schweres Amt, das Sie übernommen haben, Vorsitzende der Linken. Wo stehen Sie da gerade, Winnie Hischmer? Fasst mal die Kritik zusammen. Sie, Ostfrau, soll die Linke führen, zusammen mit ihm, Westmann. Ein Proporzpaar. Ein glückloses Paar, das den Schatten seines Vorgängers nicht los wird. Seit Mai 2010 quält Gesine Lötsch sich durchs Amt. Hauptbeschäftigung, Selbstverteidigung. Ihr Kollege Marx, wortgewaltig, beleidigt schon mal die eigenen Parteimitglieder. Sie selbst entfacht und stolpert dann durch eine Kommunismusdebatte. Den Vorwurf des Antisemitismus in ihrer Partei lassen sie beide lange schwelen. Die Führungskrise, sie wird immer wieder zur öffentlichen Krise. Wir haben auf demokratische Art und Weise eine neue Parteiführung gewählt, und zwar bis zum Mai 2012. Und meinetwegen können wir doch ab März 2012 wieder eine Personaldebatte führen, aber davor bringt die gar nichts, weder einem Einzelnen noch unserer Partei noch der Politik. Die Linke ohne Führung, versunken in Selbstbeschäftigung. Gesine Lötsch hat es nicht geschafft, der prägende Kopf ihrer Partei zu werden.